Alia Steffen für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Tief durchatmen. Wir verlassen jetzt wieder das Land der gruseligen Horrormärchen und kehren zur Realität zurück, nämlich zu der Haushaltsdebatte. Der Entwurf des Haushalts für das Bundesministerium für Gesundheit umfasst für 2020 Gesamtausgaben in Höhe von 15,3 Milliarden Euro. Von dieser großen Summe werden sogleich 14,5 Milliarden in den Gesundheitsfonds für die gesetzliche Krankenversicherung gesteckt. Es bleiben also noch 800 Millionen Euro übrig, über die das Parlament zu entscheiden hat. Und ich möchte ein paar Punkte herausgreifen. Meine Kollegin Sabine Dittmar sagte Feinheiten dazu. Ich will eher sagen, dass es Punkte sind, die mir als Haushälterin unter den Nägeln brennen. Herr Minister Spahn, Sie wissen, Sie haben die volle Unterstützung des gesamten Hauses, wenn es um die Gewinnung von medizinischem Fachpersonal geht. Wir haben es heute schon gehört, die konzertierte Aktion Pflege hat 13.000 zusätzliche Pflegestellen geschaffen. Und wir wissen, dass die Zahl der benötigten Pflegestellen wesentlich höher noch ist. Wir wissen auch, was dramatisch fehlt im Augenblick, sind die Menschen für diese Stellen, sind das Fachpersonal. Wir dürfen hier nicht den Fehler machen, dass wir Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste gegeneinander ausspielen. Denn wir haben nichts gewonnen, wenn den Pflegediensten – und ich weiß, wovon ich rede, weil ich komme aus einem ländlichen Wahlkreis – wenn also den Pflegediensten das Fachpersonal wegläuft zu den Krankenhäusern, weil sie dort besser bezahlt werden. Deshalb brauchen wir unbedingt zusätzliche Fachkräfte. Das funktioniert, und da bin ich sehr vertrauensvoll in unsere guten Ministerien und in die sehr guten Ministerinnen und Minister, die wir haben. Das funktioniert über verschiedene Instrumente, beispielsweise über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Tarifverträge. Aber dennoch, trotzdem ist es notwendig und richtig, dass wir auch ausländische Fachkräfte gewinnen. Ihr Haus will zur Qualifizierung für Pflegeberufe im Ausland den Etat verdoppeln. Wir von der SPD-Fraktion begrüßen das ausdrücklich. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sie wollen einen neuen Titel schaffen. Der Titel hat den Begriff Nationales Gesundheitsportal. Was steckt dahinter? Es handelt sich hier um eine Forderung aus dem Koalitionsvertrag, und es geht um Gesundheitsinformationen, die zugleich qualitativ hochwertig sein sollen und auf der anderen Seite aber für alle Bürgerinnen und Bürger gut verständlich sein sollen. Also eine Art Dr. Google, aber eben auf wissenschaftlichem Niveau und leicht verständlich. Die Idee ist gut und richtig. Wir werden im Rahmen der Haushaltsberatungen schauen, inwieweit wir keine Parallelstrukturen schaffen, weil wir haben ja die Gesundheitszentrale, deshalb, also die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Deshalb müssen wir an der Stelle schauen, ob das alles so richtig ist. Aber grundsätzlich begrüßen wir diesen neuen Titel. Sie haben selbstverständlich, Herr Minister, auch unsere volle Unterstützung, die Unterstützung der SPD-Fraktion, wenn es um das internationale Gesundheitswesen geht. Dieser Titel steigt laut Entwurf um 11 Millionen an auf insgesamt 121,5 Millionen Euro. Und die globale Gesundheit, meine Damen und Herren, ist extrem wichtig. Wir haben gerade wieder einen Ebola-Ausbruch im Kongo mit in diesem Jahr bereits 2.000 Toten. Das ist sehr schlimm in einem der ärmsten Länder der Welt. Wir wissen, dass diese Erkrankung sehr schnell dann auch zu einer humanitären Katastrophe führt. Und wir müssen da unbedingt mithelfen. Ich habe in den vergangenen Haushaltsberatungen auch schon häufig über Polio geredet. Dank Rotary und dank GPI ist die Kinderlähmung weltweit fast ausgerottet. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch erinnert, noch vor 30 Jahren hatten wir 350.000 Fälle pro Jahr von Kinderlähmung. Und jetzt ist diese Krankheit nahezu ausgerottet, 99,9% reduziert. Aber dennoch gibt es immer wieder Ausbrüche weltweit, in Pakistan, in Afghanistan und jetzt auch in Nigeria. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Kampagne weiter unterstützt wird. Und ich weiß, Herr Minister, dass in Ihrem Haus darüber nachgedacht wird, ob die Poliobekämpfung bei Ihnen untergebracht werden soll. Sie können jedenfalls damit rechnen, dass unsere Unterstützung Ihnen in diesem Bereich gewiss ist. Ein letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte.
Es geht um die Neuregelung der Organspende. Wir wissen, wir haben eine sehr schwere, auch ethisch bedeutsame Entscheidung vor uns. Noch im Herbst dieses Jahres werden wir über die Neuregelung der Organspende entscheiden. Und hier diesen Titel haben wir, die Kosten dafür haben wir noch nicht im Haushalt eingepreist. Das konnten wir auch gar nicht, weil es gibt kostenmäßig große Unterschiede, ob wir uns für die Entscheidungslösung oder für die Widerspruchslösung letztendlich aussprechen werden. Deshalb ist diese Stelle offen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, bis zum Ende der Haushaltsberatungen diese Kosten in den Haushalt einzustellen. Jedenfalls müssen wir darauf achten. Ja, und im Zusammenhang mit dem Thema Organspende will ich noch ein Projekt erwähnen, das der SPD-Fraktion auch besonders am Herzen liegt. Und zwar geht es hier um die Ausrichtung der Olympischen Spiele für Organtransplantierte. Wir wollen gerne, und meine Kollegin Dagmar Freitag, die Ausschussvorsitzende des Sportausschusses, hat sich hier auch wirklich sehr für eingesetzt. Wir wollen sehr gerne, dass diese Olympischen Spiele nach Deutschland kommen, weil wir denken, damit können wir ein Zeichen setzen, dass wir Organtransplantation nicht nur im Gesetzlichen, in der Gesetzgebung unterstützen, sondern auch im praktischen Leben auf dem Schirm haben. Deshalb an dieser Stelle haben Sie auch unsere Unterstützung. Ich bin sicher, dass wir sehr spannende Beratungen haben werden und freue mich dann auf die zweite, dritte Lesung. Für die FDP-Fraktion.